Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über Bitachon Ba'Hashem, über Vertrauen an der Ebishter. Das ist eine Sache, die man immer wieder wiederholen muss, um uns selbst zu verstärken, zu motivieren, dass der Ebishter, gelobt sei er, er ist der einzige Palabos, der einzige absolute Chef in dieser Welt. Wenn einer hat Bitachon Ba'Hashem, dann hat er im Prinzip alles. Eine volle Vertrauen und eine volle Emuna, dass Hashem alles tut. Dass in dieser Welt gibt es keinen Zufall. Alles, was passiert, es gibt ein Hashgacha Elokit, ein Hashems Überwachung, Hashems Fügung, Hashems Kontrolle, Hashems Hand über jede Sache, was passiert in dieser Welt. Dass Hashem mich liebt, dass Hashem liebt meine Mishpoche, dass Hashem liebt meine Freunde und Bekannte, dass Hashem liebt alle, die ihm voll vertrauen. Auch wenn die Menschen sind nicht so ayayay, nah und gut und fein in ihrer Benehmung zu Hashem. Trotzdem, Hashem ist wie Vater und Eltern, auch wenn das Kind das nicht verdient, ein kleines Kind, trotzdem bekommt er seine Nahrung, seine Gesundheit, man nimmt ihn zum Doktor, man macht alles, obwohl er hat gar nicht getan und er benimmt sich manchmal nicht gut. Steht geschrieben in Tehillim, in Psalmen 32, Pasuk 10. Viel sind die Schmerzen des Frevlers. Rabbi mach oivim le rosho. Die Reshaim, die Bösen, haben viel Schmerzen. Aber vaboteach ba'ashem chesed yesovevenu. Wer aber auf dem Ewigen vertraut, den wird Huld umgeben. Also der Mensch, der hat Bitachon ba'Hashem, komplette Bitachon, volle Vertrauen, dass Hashem ist der ein und einzigen Beschäfer, der Ebishter. So ein Mensch, auch wenn er ist nicht in Ordnung, auch wenn er geht nicht in alle Regeln und Sachen, was Hashem will. So ein Mensch, hast du an mir Bitachon? Dann schaffst du von Himmel noch mehr Bitachon auf dir. Was wir machen heute, wir lernen gemeinsam ein paar Punkte von einem sehr wichtigen Buch. Dieses Buch heißt Chovot HaLevavot. Das ist ein Buch von einem großen Tzaddik, Rabbeinu Bachje ben Rabbi Yosef ibn Pekuda, der Dayan der Sfaradi, ein großen Rabbi. Er hat geschrieben, die Pflichten von dem Herzen. Und wir werden heute lernen von Shara Bitachon, Kapitel 4, ein bisschen über Bitachon, um uns zu verstärken. Und so sagt er, ein Mensch muss glauben, dass alle Sachen für seine Existenz wurden schon von vornherein durch Hashem entschieden. Er kann sie nicht ändern. Und die Sachen, die sind das Beste für ihn. Trotzdem, trotz dieser Emuna und absoluten Klarheit, dass Hashem hat schon alles entschieden und passiert nichts hier in dieser Welt ohne seine Wille, trotzdem, ein Mensch muss von seiner Seite sein Bestes zu tun, um zu kommen zu diesen Dingen durch die Natur, für Gesundheit, für Kinder, für Parnose, für alle gute Sachen. Weil, ohne zu denken, dass die Handlungen, die Aktivitäten, die sind diejenigen, die ihm helfen, sondern nur durch Emuna, dass Hashem ist derjenige, der hilft ihm durch seine Handlungen. Was heißt das? Alle meine Erfolg, das kann ich gut machen, ich kann gut kochen, ich kann gut arbeiten.
Ein Mensch soll nicht denken, dass die gelungenen Sachen in seinem Leben liegt an ihm. Wer hat dir gegeben dem Talent? Wer hat dir gegeben dem Kraft zu kochen, zu tanzen, zu reden, zu arbeiten, zu sein ein guter Verkäufer? Ah, ich kann gut verkaufen. Ja, es gibt Tage, du siehst, du versuchst zu verkaufen und was bekommst du? Gar nicht. Und so wie es steht geschrieben im 5. Buch Mosche, Vesocharto es Hashem Eloikecho, und du sollst gedenken der ewigen dein Gott, ki hu, anoisein lecho koyach, laso ischoil. Sollst gedenken Hashem, der ewige Hashem, Hashem Eloikecho, ki hu, nur er gibt dir koyach, Kraft, erfolgreich zu bekommen. Sollst nicht vergessen, sollst nicht denken, oh, ich hab gemacht, ich hab geschafft, ich hab getan, es liegt an meinem Fleiß, an meinen Chochme, an meine Weisheit, ich bin klug, ich bin nicht, gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist einfach abhängig von Hashem, der dir gibt die ganze Zeit Koach und Kraft, die Sachen zu tun. Und darüber gehen wir heute reden. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sha'akon Yo B'Dvorim. Alle Sachen sind in die Hände von Hashem. Sein Leben und sein Tod. Seine Nahrung, sein Essen, sein Parnasse, seine Kleider, seine Wohnung, Gesundheit, seine Krankheit, seine Charakter. An die alle Sachen, die richtige Form von dem Bitachon ist zu wissen, dass Hashem hat mir gegeben alle Sachen, das wichtig für mich, für diese Welt und mir helfen, um zu erfüllen meine Aufgabe in dieser Welt für Olam Haba. Und auch manchmal, wenn ein Mensch sieht, dass die Sachen sind nicht gut für ihn, er denkt, oh, ich habe nicht keine gute Arbeit, ich habe nicht keinen guten Vibe, ich habe nicht keine guten Kinder, ich habe nicht keinen guten Chef, ich habe nicht keinen guten Paranoia. Er denkt, er hat etwas nicht gut am Leben. Ohne Zweifel, die sind sein Bestens zu sein Tachles, zu sein Ende. Und soll er wissen, dass Hashem tut mit ihm nur so, und niemand in der Welt hat eine Idee oder einen Ratschlag, die Sachen zu ändern. Es liegt nur an seiner Erlaubnis, an seiner Genehmigung, an seiner Bestätigung und in der Kraft von seinem Befehl und seinem Gericht. Und so wie mein Leben und mein Tod, meine Krankheit und mein Gesund legt nicht an die Hände von anderen Leuten. Jeder Mensch weiß, es gibt Leute, die machen Sport, sie haben gute Nahrung, sie essen Vitaminen, sie machen Meditation, sie machen alles, alles und kommt ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder ein Virus und Shabbat Shalom, man geht. Und es gibt Menschen, sie mutschen sich mit noch einer Krankheit und noch einer Sache und mit Zucker und mit Salz und mit Pfeffer und mit allen guten Sachen, was es gibt in dieser Welt. Und sie leben und machen ihre Aufgabe. Genau so nicht in unserer Hand liegt die Parnasse. Manche Leute machen ein bisschen und haben eine Sache, haben viel. Und manche machen viel und haben gar nicht. Es gibt Leute, alles was sie tun, von gar nicht machen sie Gold. Und es gibt Menschen, die nehmen Gold und machen dem Gold kaputt. Egal was du denen in die Hände machst, machen sie kaputt. Und genauso ist die Kleider. Manchmal gehst du einkaufen, schnell, es hat sich gelungen, hast du schöne Kleider, bist du zufrieden, die sind gut qualitativ, hast du gut bezahlt. Manchmal hast du gekauft und gerannt und gemacht und getan und du bist von gar nicht zufrieden. Nicht von dem Kleid und nicht von dem Anzug und nicht von den Schuhen. Sie quetschen dir und der Preis war nicht gut. Es ist ein riesiger Balagan. Man sieht, in jeder Sache braucht man Masel und Hashems Hilfe in jeder Sache zu tun. Und genauso alle anderen Sachen von Körper. Steht geschrieben,
Adam nokef etzba'o milemata, ein Mensch bricht nicht seine Finger von unten, wenn nicht, hat man im Himmel über ihm entschieden, soll er brechen. Wir haben in dieser Welt sehr oft Schwierigkeiten, Sachen, die uns nicht besonders gefallen. Ob es jetzt körperlich oder geistlich, jemand hat dir bedroht, jemand hat dir beleidigt, geschämt, jemand von deiner Familie, dein eigener Mann, deine eigene Frau. Du denkst, ja, es liegt an dem anderen Mensch. Nein, nein. Wenn nicht der, wird kommen jener. Wenn nicht jener, wird kommen der dritte. Hashem hat schon entschieden, dass du wirst bekommen einen bestimmten Schmerz, um zu erkennen deine Aufgabe in dieser Welt und zu ihm nah werden. Und das ist ein Aufruf-Call, ein Wake-up-Call, zu Hashem Nenter zu kommen. Wenn ein Mensch geht ihm gut, er ist meistens weit von Hashem, weil es ihm gut geht. Shomanto, oviso, kosiso. Wenn ein Mensch wird dick, fett, bekommt er einen dicken Hut, Haut und er wird später ein Frescher, ein Selbst. Er ist voll mit sich selbst. Ich hab gemacht, ich hab geschafft, ich hab getan, ich bin Moishe Groß. Er denkt von sich Maximum. Aber wenn ein Mensch plötzlich kriegt eine auf den Deckel, versteht er, dass von diesem Maximum bleibt nur ein Minimum. Und wenn ein Mensch von vornherein weiß, dass ich bin der Minimum und Hashem ist der Maximum, von so einem Standpunkt kann er seine Bitachon weiterkommen. Wieso? Hashem will, dass wir in dieser Welt unserem Ziel, unsere Aufgabe, unseren Fokus soll sein auf Olam Haba, auf dem kommende Welt, auf unsere Tachles, wofür wir sind gekommen in dieser Welt, auftun. Hashem wird alles tun, um zu beschleunigen, um zu fokussieren, um zu lenken, deine bestimmten individuelle, particular Aufgabe, die du in deinem Leben machen musst. Du wirst versuchen zu drehen nach hin und nachher und denken, ich gehe raus von diesem Schmerz und von diesem Schmerz. Aber jede Sache, was kommt in dein Leben, es kommt von Himmel. Hakol min ha-shomayim. Alles kommt von Hashem. Und das ist die erste Sache. Soll er wissen, dass die erste Sache ist die Emuna und die Klarheit, dass alles liegt in Gzeras ha-boire isborach. Alles liegt in dem Befehl von der Schöpfer, der Ebischter, gesegnet sei er. Und alles, was Hashem hat für mich ausgesucht, ausgewählt, gebracht, das ist die beste Auswahl. Wenn Hashem wollte, sollst du leben in Frankfurt. Frankfurt ist für dich die beste Sache. Und wenn Hashem will, sollst du leben in Tanarif. Leben in Tanarif. Und auch in Darmstadt oder in Bochum. Was ist schlecht in Bochum? Hashem wollte, sollst du leben in Bochum. Kannst du sitzen dort oder in Leipzig? Ein Mensch denkt, oi, 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 wie bin ich nach Leipzig gelandet? Ja, Hashem wollte, sollst kommen nach Leipzig. Das ist der Wahl von Hashem. Er hat alles gedreht. Du sollst denken, dass du hast ausgesucht diesen Ort. Die himmlischen Überwachung, Hashgacha Elyona, der Ebischters Kontrolle, bringt der Mensch zu seinem Wohnungsort. Um dort in diesen Platz soll der Mensch soll in seine Clique verbreiten Hashems Wörter, die nur er dort es machen, bringen kann. Hashem hat dir gebracht zu dieser Arbeit, zu dieser Gesellschaft, zu dieser Mishpoche, nicht nur um mit den Menschen zu sitzen und essen Kaffee und Kuchen und reden über weltliche Sachen. Man muss zum Schluss bei den weltlichen Sachen und bei dem Kaffee und Kuchen sprechen, zum Schluss von dem Sinn des Lebens und Hashems Wörter dazu zu bringen. Gut, deshalb, alles, was Hashem hat gemacht, das ist in seinem Befehl. Alles, was er hat für mich ausgesucht und gebracht, sein Wahl, ist das Beste für mich.
Trotzdem muss der Mensch verschiedene Mittel tun, damit soll er das beste Ergebnis bekommen und soll er auswählen von seinem Glaube, was er denkt, was wäre das Beste. Und soll er Maimin sein, soll er glauben, dass durch diesen und diesen Weg oder Handlung Hashem wird tun, das, was er schon vorher befehlt. Zum Beispiel, das Leben von einem Mensch. Obwohl das die Ende und die Tage und die Jahre von einem Mensch sind schon vorbestimmt, Hashem hat schon entschieden, wann und wer soll geboren und wann und wo sollst du von dieser Welt gekündigt sein. Trotzdem, auch wenn Hashem hat das schon entschieden, der Mensch muss alles zu tun, alles, was liegt in seine Hände, in seine Mühe, in seine Möglichkeit zu tun, soll er essen, soll er trinken, soll er Kleider, soll er wohnen, so wie er braucht und soll er das nicht verlassen auf Hashem. Und soll er nicht sagen, ja, wenn Hashem wollte, soll ich leben, dann wird er mir am Leben lassen. Auch wenn ich werde in meinem Leben nicht essen und nicht trinken. Oder wenn Hashem wollte, soll ich haben Parnasse, ich muss nicht Mühe geben, ich muss nicht arbeiten, es wird schon gut sein, es wird schon kommen. Und genauso ein Mensch soll sich nicht einbringen in eine Gefahr auf seine hochmutigen Stolz und falsche Vertrauen soll Hashem ihm retten. Wenn ein Mensch geht in den Balkon nach der Dusche und es ist kalt draußen, er wird sich erkälten. Und wenn ein Mensch geht Sommer in die Sonne ohne Schutz, er wird sich verbrennen. Und wenn ein Mensch geht in diese Zeit jetzt gegen die Regeln, es kann immer reinkappen, auch ein Virus oder eine Krankheit. Ein Mensch muss aufpassen zu dieser Sache. Und ein Mensch soll nicht sagen, ja, ich kann trinken verschiedene Gift. Oder er wird sich in Gefahr bringen in Meer. Oder gehen in den Wald zu kämpfen mit einem Bär. Oder springen ins Wasser von der Brücke oder ins Feuer. Oder soll er machen Sachen, die nicht sicher in diesem Leben zu machen. Und er bringt nach diesen Sachen zu einer Sakana, zu einer Gefahr. Und in eine Gefahr sich zu bringen, ist ein Verbot von Torah. Und die Torah sagt uns in 5. Buch Mosche, Kapitel 16, Leute nasu es Hashem Elokechem. Ihr sollt der ewige, eure Gott, nicht in Prüfung stellen. Er stellt euch in Prüfung. Ihr sollt ihm nicht aber in Prüfung stellen. Weil wenn ein Mensch legt sich in Gefahr, was kann passieren? Was kann passieren, wenn ein Mensch sich in Gefahr bringt? Eine Möglichkeit, soll er sterben. Und wenn ein Mensch hat sich in Gefahr gebracht, er ist sein eigener Mörder. Er hat gemacht einen Selbstmord. Er ist ein Mörder. Und er wird von Hashem genauso bestrafen, als ob er hat jemand anders umgebracht. Obwohl Hashem wusste schon, dass er wird sterben, aber Hashem hat uns befohlen, niemanden zu töten. So wie es steht geschrieben in den 10 Gebote, Loi Tirzach, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Und deshalb, wenn einer, der hat sich selbst geharget, getötet, seine Strafe wird sein noch schlimmer, weil er ist wie ein Diener, wie ein Sklave. Dass sein Herr hat ihm gesagt, soll er etwas aufpassen, bewahren, zu einer gewissen Zeit. Er hat gesagt, bleib in diesem Ort, bis ich gebe dir ein Signal, was anderes zu tun. Und wenn der Sklave hat gesehen, dass niemand kommt, ist er von alleine gegangen. Dann ist gekommen der Herr, war sehr sauer und hat ihn sehr stark bestraft. Genauso ist Hashem. Wenn ein Mensch bringt sich rein in eine Gefahr, der hat verlassen sein Herr und er hat seinen Mund nicht gefolgt
Und er hat gebracht sich selbst in eine Gefahr. Deshalb ein Mensch soll vorsichtig sein. Deshalb sieht man, dass wenn Shmuel Anavi, Shmuel der Prophet, hat geschickt David Amelech, König David. Wenn Hashem hat geschickt Shmuel Anavi zu salben König David, Shmuel Aleph, Kapitel 15, Beis. Shmuel, obwohl Hashem befehlt ihm etwas zu tun, sagt Shmuel, Ech eilech, wie soll ich gehen? Veshoma Shaul v'arogani, also Shaul wird hören, dass ich bin gekommen und ich bin in Gefahr und ich werde sterben. Und dass er zweifelt oder Fragen stellt auf Hashem, zeigt nicht einen Mangel auf seine Bitachon an Gott. Ganz umgekehrt, von seiner Vorsichtigkeit und einer Frage an Hashem, wie soll ich mir in Gefahr bringen, sieht man, dass seine Vorsichtigkeit war sehr meschubachas, es war sehr gut, es war sehr lobwert. Das Hashem hat ihm gesagt, nimm ein Eglasbokor, nimm ein Opfer und sag, Lisboyach Lashem Bossi, ich sage, ich bin gekommen, ein Opfer zu bringen und ruf Ishai in diesem Opfer und sag, ich werde dir schon sagen, was zu tun und so weiter. Wäre Shmuel seine Zweifel an Hashem war ein Mangel auf Bitachon, Hashem hat ihm gesagt, Leben und Tod liegt an mir. Hashem hat ihm genau Regel gesagt, wie soll er sich aufpassen. Ja, so wie, oder eine ähnliche Antwort. Manchmal Hashem sagt Sachen direkt. Wenn Moshe Rabbeinu fragt Hashem, ich bin ein Stotterer, schwache Zunge, ich kann nicht reden. Was sagt der Hashem? Wer stellt der Mensch einen Mund? Wer macht die Stummen? Wer macht die Menschen zu sehen oder blind? Hashem. Das heißt, zu Moshe hat Hashem gegeben direkten Antwort. Aber zu Shmuel, obwohl er war ein kompletter Tzadik, Tzadik Gamur, er wollte nicht reinkommen, nicht mal zu einer kleinen Gefahr. Auch wenn er konnte zu diesem Gefahr kommen durch den Befehl von Hashem. Und was sagt der Hashem? Nimm dein Horn voller Öl und geh, ich werde dir schicken zu Ishai Beis Alachmi. Umso mehr, wenn ein Mensch tut etwas, wenn er kommt in Gefahr, wenn Hashem hat ihm überhaupt dazu nicht geschickt. Wenn Hashem schickt jemand wie Shmuel, und er ist vorsichtig und er stellt eine Frage und er zweifelt. Und Hashem sagt, richtig, dass du hast Angst, richtig, dass du befürchtest, obwohl Hashem schickt dir. Umso schlimmer ist der Mensch, der Hashem hat ihm überhaupt nicht geschickt. Wer sagt, du sollst du kommen in Gefahr? Dein eigener Wille, das ist noch schlimmer. Du musst aufpassen, Maximum auf dein Leben, nicht reinkommen in einen Ort, in einen Platz, in einen Zustand, wo es gefährlich ist. Das ist die erste Möglichkeit. Wenn ein Mensch bringt sich in Gefahr, er wird sterben und das ist so wie ein Selbstmord. Die zweite Möglichkeit, dass der Mensch wird sich eine Wunder bekommen, ein Nes, und Hashem wird ihm retten, auch in diesem Gefahr. Kann passieren, dass der Mensch bringt sich in ein Risiko. In eine Gefahr. Aber er wird verlieren komplett sein Lohn, sein Honorar, sein Verdienst von Hashem. So wie es steht geschrieben in Talmud, in Shabbat 32b, soll ein Mensch nicht stehen in einem Ort von Gefährlichkeit. Und soll er sagen, ich werde bekommen ein Nes, ein Wunder. Vielleicht wird man ihm nicht ein Wunder machen. Und wenn man macht, wenn ein jemand hat bekommen ein Wunder, von einer Sache, die er ist selbst schuldig, Krankheit, Unfall, egal was. Ein Mensch hat sich in Gefahr gebracht und Hashem hat ihn gerettet, Gott sei Dank. Es war ein Nes. Soll er wissen, alle Chassadim, alle Hashems Güte, Wohltätigkeit, Zchuyot, Verdienst, alles wird radiert. So wie es steht geschrieben von Jakob Avinu, Bereshis 32, 11,
Katonti mikol ha-chassadim u mikol ha-emet. Ich bin klein geworden von alles. Hashem hat mir gemacht so viel Wunder, das ist bei mir gar nicht geblieben. So hat Jakob gesagt. So wie Unkelus sagt, Seirin, sag Vosai. Also mikol chasdin u mikol tavevon. Also klein sind meine Verdienst. Also, zusammenfassen, alles, was passiert in dieser Welt, ist in Hashems Hände und er hat das schon entschieden. Alles ist für mich zum Guten. Trotzdem muss ich meine Mühe machen, meine Ishtadlut, meine besten Möglichkeit zu tun. Ein Mensch soll sich nicht in Gefahr bringen, aus zwei Gründen. Entweder er stirbt, oder, was kann die zweite Möglichkeit sein, er bleibt am Leben, aber Hashem hat ihm radiert vom geistigen Konto komplett alles, was er hat, zum Guten. Gehen wir weiter. So wie erklärt die Idee vom Leben und Tod, genauso muss ein Mensch alles tun, nicht nur, um aufzupassen auf sein Leben von Gefahr vom Außen, auch die Sachen von sich selbst, über seinen gesundlichen Zustand, Briut, über seine Essen und Trinken und Kleider, seine Wohnung, seine Möbel, seine Matratzen, alle Sachen. Und auch alle guten Charaktereigenschaften. Und er soll alles wegjagen, alles, was stört ihn, hinzukommen, zu diesem Weg, seine Mühe zu machen, die Sachen zu bekommen. Und auch wenn es ist ihm klar, die Glaube, dass das, was er tut, ist nicht das, was hilft ihm. Gar nichts, um die Sachen zu bekommen, sondern nur, wenn Hashem hat entschieden, dann wird es kommen. Trotzdem, ein Mensch muss rennen, jagen, bemühen, arbeiten, versuchen, alles zu tun. So wie ein, wenn jemand hat ein Grundstück, ein Bauer, was muss er machen? Er muss seine Erde ausgraben. Er muss seine Erde, Grundstück von Splitten und von unwichtigen Steinen und alles, und er muss sie säen, legen Samen. Er muss sie gießen. Er muss alles tun. Nachdem er hat gemacht, alle Prozeduren, um die Früchte, die Gemüse, dem Obst zu bekommen. Das heißt, ich muss machen meins Maximum und er macht seins Maximum. Und trotzdem, in diesem Moment, wo er hat alles getan, was er kann, weil so hat er mir befohlen, dann soll er große Bitachon auf der Schöpfer gelobt sei er, soll er seine Erde befruchten? Soll er seine Erde schützen von Überschwemmung, Naturkatastrophen, Zustand wie jetzt, wo Leute in sehr vielen Feldern bleiben mit ihren Gemüse und Obst und können nicht verkaufen? Das heißt, sie haben alles gemacht. Und zum Schluss liegt das nicht in ihren Händen. Aber es gibt zwei Teile. Es gibt den Teil, dass wir müssen 100% unsere Aufgabe machen. Und Hashem brauchen wir auch von ihm dem 100%. Das heißt, das ist beide 100%. Das ist so eine Rad, die geht die ganze Zeit zusammen. Deshalb, Uberachecho Hashem Eloikecho bechol maase yodecho. Hashem segnet dich in deine Werke, in deine Mühe. Wenn du tust, mit der Hand wird etwas kommen. Und ein Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch wird lassen, die Grundstück, die Erde, die Adama, ohne sie zu pflegen, ohne sie zu arbeiten, ohne sie zu besamen, ohne sie zu verarbeiten. Er wird sagen, nee, ich hab große Bitachon an Hashem. Wenn Hashem will, soll die Erde soll bringen Frucht, sie wird bringen. Und Hashem wird schon besorgen, dass die Boden wird bringen Kartoffeln, auch ohne meine Mühe Kartoffeln zu sehen. Es wird gar nicht sein.
Genauso wie der Landwirt muss seine Mühe machen, genauso alle Handwerker, alle Händler, alle Eingestellter müssen rennen und jagen nach ihrer bestimmten Parnasse. Jeder nach seinem Werk, jeder nach seinem Beruf, jeder nach seiner Möglichkeit, wo er ist hingezogen und dort, wo er kann, erwerben und verdienen mit größten Covid sein Brot. Und trotzdem, trotz meiner Mühe, Arbeit zu finden und zu arbeiten und zu wissen, Liftoach be'elokim bitachon habman Hashem, dass die Parnasse liegt in seiner Hand komplett. Und er ist der einzige wahren Bürgschaft, soll ich haben, Parnasse. Und nur in seiner Hand ist die Möglichkeit der Mensch zu schaffen, Parnasse, in jedem Weg, die er will. Aber du sollst nicht denken, dass das, was du tust, schafft, sollst du haben oder nicht haben. Das ist nur der Pflicht, dass wir haben in dieser Welt, unseren Beitrag zu geben. Ich erkläre das ein bisschen. Es war einmal ein Mann, der fragt seinen Freund, nu, wie geht's der Arbeit? Sagt er, ja, er war ein Schriftsteller, ein Sofer, ein Schreiber. Sagt er, ja, solange meine Hand funktioniert, ist alles okay. Und er hat in diesen Antwort hat vergessen, Hashem. Nach ein paar Tagen ist seine Hand gebrochen. Da hat er gesehen, dass er kann sich nicht verlassen auf seine Hand. Wie kannst du verlassen auf deine Hand? Auch deine Hand, alles, was du hast, alles geht zu Hashem. Was will man hier der Mensch beibringen in seine Bitachon? Was passiert, wenn jemand bekommt von der Sekretärin, Gott behüte, Gott bewahre, eine fristlose Kündigung? Ja, Schreck. Normaler Mensch hat einen riesigen Schreck, er hat eine Freude, er hat Kinder, er hat Parnasse, der hat seine Maschkante, seine Hypothek zu bezahlen, der hat größere Sorgen, was wird sein nächsten Monat. Und dann denkt er, ja, ich werde gehen zum Sekretärin, ich werde sie drum bieten, bitte, bitte, kannst du was machen? Ja, aber sie ist nur eine Sekretärin, sie ist gar nicht. Sie ist gar nicht. Genauso wie die Sekretärin, genauso ist das auch dein irdischer Chef. Dein irdischer Chef ist auch nur eine Sekretärin von Hashem. Du kannst mit dem Chef reden, aber zuerst geh zu dem großen Balabos, zu dem großen Chef. Wenn du hast an ihm große Bitachon, wenn du hast volle Vertrauen und Emuna an dem wahren Chef, später wird leicht gehen in diese Welt mit der Sekretärin. Und manchmal Hashem schenkt uns solche Prüfungen, solche Versuchungen in unser Leben, sollen wir klar erkennen, wer ist der Chef und wer ist der Sekretär. Manchmal denken wir, der Chef ist mein Lebensunterhalt, der Doktor ist mein Gesundheitsunterhalt, der jeden Abhängigkeit von Menschen zeigt dir, das ist gar nicht wert, so wie es steht geschrieben. Vertraue nicht die Menschen. Bewein Odom in eine Human Being, eine Blut und Fleisch. Ein Leute Schuhe, er kann dir nicht helfen. Er stirbt, Teizeruchoi. Joshua Admosoi, am dem Tag, wo er stirbt, geht er in die Erde. Am dem Tag, der Mensch wird durcheinander. Glücklich und heil und sicher ist der Mensch, dass Keil Jakob Beezroi, dass der Gott Jakob ist in sein Herz. Sivroi al Hashem Eloikov, seine Sicherheit, seine Vertrauen, seine Hoffnung, seine Tikva, seine Emuna, seine Bitachon, alles liegt an Hashem. Der hat mir schon so viel mehrere Mal am Leben geholfen und gezeigt und gemacht und getan. So oft, warum soll er mir jetzt, gerade jetzt in diesen Zustand verlassen?
Denk, wie viel Chassod und wie viel Mal der Eibischter hat dir schon geholfen am Leben in so viele Zustände. Manchmal, Hashem tretet jemand ein bisschen zu nah, weil er ist ein bisschen weggegangen von der Hand, von dem Eibischter. Der beginnt sich zu verlassen auf seine eigene Kanäle, auf seine eigene Brunnen, auf die eigene weltlichen Möglichkeiten. Er macht Versicherung, Krankenversicherung, Schutzversicherung. Er versucht sich von allen Sachen zu sichern. Ich habe nicht gesagt, soll man das nicht machen. Aber soll der Mensch nicht denken, dass das ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist eine Bitachon an Hashem, der alles liegt in seine Hände. Und manchmal schickt er uns mit der Sekretärin irgendeinen Brief, sollen wir wissen, dass alles, was passiert in dieser Welt, sind nur Sekretären. Der einzige Balabos, der einzige Chef, der einzige ist Hashem, gelobt sei er. Genauso wie Leben in Tod, genauso wie Paranosse, jetzt gehen wir zum Gesundheit und zur Krankheit. Ein Mensch muss achten über seine Gesundheit. Durch natürlichen Mittel und heilen seine Körper durch die normale Wege von Medizin, von Doktorin, von Apotheke, so wie Hashem hat uns befohlen in 2. Buch Mosche, Verrapo Yerape. Es ist eine Erlaubnis, der Doktor, der Mensch zu heilen. Aber nicht mit einem vollen Vertrauen auf die Wege, auf dem Vermittlers, als ob sie bringen die die Medikamente, die Vitamine, nur die können heilen die Krankheit. Und soll er nicht denken, dass sie haben an sich, sie schädigen oder sie machen was Gutes, sondern durch ein Emuna, dass auch die ganzen weltlichen Naturmedizinhilfe, das ist nur mit Erlaubnis von Hashem, das zu heilen. Und wenn ein Mensch wird oben eine starke Bitachon an der Eibischter, dass er wird ihm retten, heilen, gesund machen von seiner Krankheit, es kann passieren mit einem Mittel oder ohne Mittel. So wie es steht geschrieben in Tehilim 127, ich lach dvoroi veir poem. Hashem kann schicken sein Wort und dir heilen. Auch mit einer Sache, was hast du nicht erwartet. So wie man weiß bei Elisha, Navi, bei Prophet Elisha, dass er konnte die schlechte Wasser heilen durch Salz. Normalerweise Salz macht die Wasser kaputt. Oder Moshe Rabbeinu konnte die bittere Wasser durch eine bittere Holz reinmachen. Und es steht geschrieben, dass diesen Stückchen Holz, was Moshe Rabbeinu hat geworfen in das Wasser, war ein Baum, die heißt Hardufni. Hardufni ist ein bitteres Holz. Normalerweise es bringt dem Wasser noch bitter zu sein, aber es ist, hat geheilt. Er hat geheilt dem Wasser und auch bei Jesaja, Prophet Jesaja 38, 21, sagt Jesaja, soll man nehmen Feigen und soll man schmieren auf seine Schien, auf seine Haut, Krankheit und soll er leben. Und wir wissen, wie Asa Amelech wurde bestraft, dass er hat sich nur komplett Vertrauen gegeben an die Ärzte und nicht Vertrauen gehabt an Hashem. So wie es steht geschrieben in Divrei Hayomim, Chronikel 2, 16, 12, dass Asa war am 39 von seinem Königreich krank in seine Füße bis oben. Und auch in seine Krankheit, lo darashet Hashem, der hat Hashem nicht gewendet, kiber auf ihm, der ist gegangen nur zu guter Doktorin. Und da was steht geschrieben, vayishka v'asa im avota, vayamad bishnat 41 lemalcho. Da steht gleich geschrieben, dass Asa ist gestorben, Shabbat Shalom. Also Doktor ist gut, aber Hashem ist sehr gut. Und
Natürlich kannst du gleich wenden an sehr gut, soll er das Gut, das Kraft geben. Das heißt, Asa hat nur fokussiert seine Vertrauen an die weltlichen Vertrauen, Glaube. Und das macht die Sachen sehr kaputt. Gut, also das war's für heute. Eine kleine Emunah von Shara Bitachon, Kapitel 4. Und wir haben gesprochen und gesehen, dass alles wurde schon, das wurde alles von Hashem bestimmt. Ein Mensch kann sich nicht ändern. Alles, was passiert, ist für mich gut. Trotzdem, durch meine Emunah muss ich die Sachen wirken, nicht in Gefahr zu kommen, meinen Beruf und meine Erde zu pflegen, um die Parnasse zu besorgen. Und die dritte Sache, alle Sachen von Gesundheit, soll man auch die ärztlichen Sachen tun, aber glaub an Hashem. Bleib alle gesund und wir werden weiter lernen über Shara Bitachon, weil in dieser Zeit, der Rebbe hat geschrieben, mein Brief, dass wenn jemand hat Momente, wo seine Ängste hochkommen, soll er lernen Shara Bitachon und sie helfen ein bisschen uns zu beruhigen, weil jeden Angst, jeden Furcht, die Ursache ist nicht die objektive Sache. Die Ursache ist unseren subjektiven wenig Emunah an Hashem und Bitachon. Wir zweifeln. Wir sind nicht so stark in unserer Emunah und Bitachon, weil Habotech ba Hashem, Chesed Yesovevenu, wenn einer hat volle Bitachon an Hashem, auch wenn er ist ein Böser, auch wenn er ist ein Frevler, damit haben wir begonnen. Derjenige, der hat komplette Emunah, der hat gut, der hat die Huld-Umgebung. Hashem schützt ihn die ganze Zeit. Hast du an mir Vertrauen, ich werde dir schützen. Du glaubst, ich bin der Schützer, ich werde dir zeigen, ich bin da. Wenn du glaubst, der ist da, soll er dir helfen, soll dein Chef dir helfen, soll der Doktor dir helfen, bitteschön. Du glaubst, der ist besser als er, so wie Asa, freie Wahl, bakasha, nimm was du willst, mach was du willst. Willst du nicht Bitachon haben, man Hashem sagt, Hashem, bitteschön, ich gebe dir Bchirah Chofshit, ich gebe dir freie Wahl zu entscheiden, zu tun, was du willst. Hoffentlich sollen wir bekommen, Sechel zu verstehen, das, was wir sprechen und haben damit so einen schwierigen Kapitel, schwierigen Wahrnehmung zu verstehen, weil wir leben in einer Welt, wo Hashem ist verborgen, wo die Natur ist präsent und es zieht unsere Augen an die Welt zu glauben und nicht an Hashem zu glauben. Bleib alle gesund und stark.